Guten Morgen, Marrakesch. Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video könnt ihr mit mir mit einem Linienbus von Marrakesch nach Essaouira fahren. Direkt wieder ans Meer zurück. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Guten Morgen, ihr seht mich nicht, ich bin hier. Ich muss heute sehr früh aufstehen, denn ich will ja nach Essaouira fahren und mein Bus fährt bald. Darum muss ich mich jetzt beeilen. Bin ich tatsächlich ganz alleine hier. Das ist schon ein bisschen gruselig. Morning. Ich befürchte, dass dann auch keine Taxifahrer unterwegs sind bis jetzt. Und ich mit dem vollen Rucksack 45 Minuten laufen muss zum Busbahnhof. Das ging jetzt schneller als erwartet. Hier könnte ich sogar noch frühstücken, aber jetzt bin ich satt. Der stand da einfach so und man muss halt mit mehr Geld rechnen nachts oder so früh morgens. Ich habe jetzt 2 Euro mehr bezahlt, aber das war okay. Normalerweise bezahlt man 3 Euro und er wollte 7 und dann bin ich weitergegangen, habe gesagt, nö, das ist mir zu viel und hat er gesagt, okay, dann gib mir 5. Und da ich keine Lust hatte, mit dem schweren Gepäck weiter zu latschen, habe ich gesagt, okay. So, ich sitze jetzt hier im Warteraum und falls ihr auch mal so eine Busreise machen wollt, ihr braucht für euer Gepäck ein extra Gepäckband. Und ein Gepäckticket kostet 5 Dirham, also 50 Cent. Die Tickets für dich als Person kosten 9 Euro, also 90 Dirham. Okay, can I have the water? Thank you. Wo um Himmels Willen ist nun Platz 13? 15? Echt? Nee. Also hier oben, da stehen die Platznummern. Habe ich echt Glück gehabt, dass ich einen Fensterplatz bekommen habe. Mein Fensterplatz. Ein sehr moderner Bus, aber diese Scheibenbeklebung, ich glaube, man sieht das gar nicht so. Die ist echt schlecht gemacht. Seht ihr diese ganzen Dinger hier so drauf? Also man sieht nur voll verschwommen, weil die Scheiben so schlecht beschichtet sind. Es sind echt moderne Reisebusse hier. Abfahrt mit 7 Minuten Verspätung, also nicht ganz so pünktlich wie die Bahn hier. Tschüss Marrakesch. Ich muss sagen, der Bus ist echt klimatisiert. Gut, dass ich mir noch eine Jacke angezogen habe. Hier südlich von Marrakesch sind ganz viele Plantagen und Farmen. Wir machen einen kurzen Stopp. Da ist der Bus. Und ich muss sagen, die Fahrt ist echt bequem. Zum Busbahnhof. Wow, das ging schnell. Ich habe schon ein Taxi.
2 Kilometer und 2 Euro bezahle ich. So, ich bin da. Da ist meine Tür. Leider ist der Raum noch nicht fertig, aber ist auch kein Problem. Ich gehe jetzt erstmal zum Meer und dann komme ich nachher wieder. Eieiei, hier weht schon mal eine kühle Brise. Hier ist direkt das Meer dahinter. Also ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Hier ist zwar das Meer, aber die ganze Zeit von einer Stadtmauer umzingelt. Ich muss erst mal gucken, wie ich hier drüber wegkomme. Google Maps zeigt mir den Weg. Hier ist die Straße. Ich glaube, da komme ich gar nicht ran. Ich bin genau in die falsche Richtung gelaufen. Hier ist eine absolute Müllkippe. Aber gucken kann man hier mal. Ich sag euch, das sieht so aus, als würde ich da hinten nicht weiterkommen. Dann bin ich hier 3 Kilometer umsonst gelatscht. Ja, so ähnlich hatte ich es vermutet. Mist! Für die paar Meter da muss ich jetzt 5 Kilometer drumherum laufen. So ein Mist. Ärgerlich. Aber die Wellen peitschen ganz schön hoch. Und wer weiß, ob ich da hinten da hochklettern kann. Nee, 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 lieber nicht. Hier ist eine Demo. Mal wieder aufs Dach klettern, um zu schauen. Das ist die Waschmaschine. Die Küche, hier gibt es bestimmt Frühstück. Da unten ist der Markt. Und da hinten das Meer. So, jetzt machen wir eine kleine Stadttour. Von dort komme ich, da ist mein Riad. Einfach immer geradeaus, ganz einfach. Und dann komme ich an dieser etwas größeren belebten Straße hier raus. Und hier wird auch irgendwo das Meer zu finden sein. Vermute ich jedenfalls. Und das suchen wir jetzt mal. Wie wäre es vorhin einfacher gewesen, in diese Richtung zu gehen? Wow, diese ganzen Vögel dort. Voilà. Hand dir an, so wie den Atlas. No, thank you. One, die Rem, no more. Also was ich sagen wollte, ich habe so viele Deutsche hier schon gesehen und gehört. So viel habe ich in noch ganz Marokko nicht gesehen und gehört. Also scheinbar sind die Deutschen lieber am Meer. Die sind aber auch groß, die Dinger. Also ich muss mal sagen,
nicht mein Geruch hier. Ich bin jetzt am Hafen und sehe schon ganz viele Boote vor mir. Kennt ihr alle von Alfred Hitchcock den Film Die Vögel? Das ist hier schon vergleichbar. Also man könnte denken, die streiten sich. Aber die streiten sich nicht. Aber ein bisschen Angst habe ich schon, dass sie mir hier meine Mütze klauen. Wahrscheinlich werde ich meine Mütze heute waschen müssen, weil sie beschissen ist von oben bis unten. Die wollen hier die Fische angeln, die in den Kisten sind. Kann ja nichts passieren heute Nacht. Die Innenstadt, die Medina, ist von einer dicken Mauer umgeben. Da bin ich echt sicher. Eieiei, da kann ich ja weit wandern. Ich wollte hier eine lange Strandwanderung machen und der geht tatsächlich da hinten sehr weit weiter. Die kiten hier tatsächlich. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die ganz normal surfen hier. Aber hier sind tatsächlich nicht so wirklich Wellen. Da hinten ist der Hafen und da ist die Medina, wo ich herkomme. Hallo! So, da muss ich jetzt hoch, das sieht ganz schön steil aus.